So, willkommen. Hier ist der zweite Teil der DAX-Analyse, wohin der DAX gehen könnte oder was mit dem DAX denn jetzt passieren könnte in diesem Jahr oder nächstes Jahr oder in 10 Jahren. Nein, wir sind heute, was in den nächsten Tagen eventuell passieren könnte oder in der nächsten Zeit. Ihr seht hier, dass ich jetzt ein zweites Kanal hinzugefügt habe. Gemeint ist die sogenannte Dänchen. Ich trete nämlich verschiedene Trendfolgemodelle, aber Verbesserungen selbst. Bin sehr großer Fan von Turtle Traders. Ihr könnt das googeln, wer das sind. Richard Dennis, Michael Cowell und so weiter. Also die Turtle Traders. So, das schreibt man so. Turtle. Traders. So, Richard Dennis war ja einer der Anfänger, Anwärter dieses Systems. Sehr viele Jahre mit großem Glück und sogar Erfolg dieses Handelssystem durchgeführt mit seinen Tradern. Dann irgendwann in den 80ern oder Ende der 80er sagte man, ja, die haben ja viel Geld verloren. Ich habe ja schon die Anfänge des Systems mitverfolgt, auch später einige Seminare von einem ausgestiegenen Turtle Trader beigewohnt, live in Amerika. Und da bin ich sehr großer Fan dieses Trading-Systems geworden. So, wir haben hier zwei Turtle Channels, das ist auf Weekly Basis. Ich muss das kurz zurückstellen auf Daily. So, die Regel besagt, wenn die Kurse aus dem letzten oder den letzten Hoch der letzten 20 Tage übertreffen, zum Beispiel hier, solltest du, ich mache das wieder grün, kaufen. Und wenn sogar dieser weißen Channel, auch die hier in diesem Falle ist es nicht nur die 20 Tage, sondern auch die 55 Tage, das heißt beide überdecken, also ist sehr, sehr große Kraft dahinter, der Marktwert gekauft. Wenn die Kurse den tiefsten Punkt der letzten 55 Tage und 20 Tage unterbrechen, soll der Markt verkauft werden. Das heißt, die Südmenschen, die roten Menschen, kommen hier im Spiel. Ja, also die hier, die kommen ins Spiel. Und der Stop soll auf den letzten, wenn man short geht, hoch der letzten 10 Tage gesetzt werden. Ja. So, das war's. Einfacher Einstieg, ja, und je nach Random haben sie durchschnittlich zwischen 10% und 30% im Jahr, je nachdem, generiert mehr oder weniger, aber durchschnittliche Zeit über mehrere Jahre. Gut. Und ich habe gesagt, mir die Frage gestellt, wie kann man dieses System verbessern, weil irgendwie habe ich auch keine Lust, egal wie ich handle, ich komme immer wieder auf den genialen System zurück, aber was könnte die zum Beispiel besser machen? Ja, naja, damals haben sie ja keinen Trading View gehabt, dann haben sie ja kein Internet gehabt, sondern andere Mechanismen. Und da habe ich als erstes gesagt, gut, wir brauchen hier zumindest Indikatoren wie Momentum oder RSI, die uns sagen, okay, ist der Markt überverkauft, übergekauft und versucht damit das System einigermaßen zu verbessern. Was noch wichtiger ist nun, gibt es modernere Ansätze. Seit den 80er Jahren gibt es das Konzept von Market Profile und Volume Profile. Es gibt Dinge, die nur einen starren Market oder Volume Profile anbieten. Wenn ihr nicht könnt, ist besser, wenn ihr euch ein bisschen schlau macht. Ist ein sehr geniales System. Ich zeige euch, wie das läuft. Das ist ein Fixed Market Profile. Und zwar, wir können uns zunächst einmal die Frage stellen, wo der Markt bis hierher kam erstmal, ja, so, ich mache das ein bisschen besser, also wo der Markt hier kam, wir haben gesehen, dass der Markt seine Ursprünge eigentlich in den Jahren 2009, 2010 hatte ein Breakdown gemacht in Richtung 3500, drohte zu brechen und da sind die Käufer, diese grünen Menschen reingekommen
und die haben den Markt richtig über die Jahre nach oben getrieben. So, natürlich waren Fundamentaldaten auch da, aber gerade deswegen, die haben hier für einen Bullenmarkt gesprochen. Also nach dieser Maxime sehen wir schon, der Markt hat schon langwierig. So, und jetzt kommt als Trader die zweite Variante, die Wahrscheinlichkeit. Wenn ich so eine Bewegung sehe, wie wahrscheinlich ist es, dass der Markt nach unten kommt, wie wahrscheinlich ist es, dass der Markt nach oben geht. Man kann das Ganze kalkulieren, aber es gibt dafür jetzt ein sehr schönes Instrument und das nennt man Market Profile. So, ich nehme den tiefsten Punkt, wo der Trend begann. Das ist ein sogenanntes Trend Setup. Und voilà, was haben wir da? Wir haben ein sehr schönes Volume Profile in diesem Falle. Ja, so. Und ich werde euch jetzt zeigen, was ist. Wir sehen hier zwei Flächen, drei Flächen, zwei weiße Flächen und eine blaue Fläche. Und wir sehen hier drei Linien. Ja, ich versuche diese Linie jetzt mit Farben kenntlich zu machen. So, wir sehen hier ja bestimmte Unregelmäßigkeiten. Wir sehen hier plötzlich Spitzen, ne? Diese Ecken, diese sogenannten Shifts. Was bedeuten was? Was bedeuten diese Hohlräume? Was bedeuten diese Spitzpunkte? Salopp gesagt, Market Profile oder Volume Profile ist nichts anderes als die sogenannten Footprints, Fußspuren von ganz großen Anlegern. Das bedeutet, dass die Anleger, wir kennen sie ja nicht und die werden immer anonym sein. Wir wissen nicht, wer hinter den, ja, welcher Großmilliardär oder Mogul oder Tycoon die Geschäfte tätig oder gibt's, ja, oder ob das Warren Buffett ist oder Soros oder jemand anders. Wir wissen das nicht. Ja, ob das Bank of America ist, ECB ist, wer kauft, wer verkauft, das wissen wir nicht. Aber was wir sehen können ist, wo sie ihre Fußspuren haben und wo sie, welche Preise für sie sehr, sehr, sehr wichtig sind, welche Preise für diese großen Haie, Sharks, sehr unwichtig ist. Und genau diese zwei Anhaltspunkte reichen uns zu ermitteln, okay, dann könnte der Wahrscheinlichkeit nach der Markt hier abbrechen oder in diese Richtung weitergehen. Mit anderen Worten, immer da, wir sehen, wo größere Räume sind, Entschuldigung, längere Linien oder Spitzen sind. So. Wir sehen, was hier passiert ist. Ich verbinde das hier. So, seht ihr das? Da haben wir ein Zickzack. Dann, oder ich mache das, weil wir im Long Trade sind, mit Grün. Was passiert hier? Der Markt ist gestiegen. Plötzlich nicht mehr gestiegen. Gefallen, aber auch nicht lange. So, der Markt ist kurz gestiegen. Wo gefallen? In diesem Hohlbereich. Danach ist der Markt weiter gestiegen, gefallen. Alle haben gedacht, oh, ne, das war wie im letzten Video, wie ich sagte. Jetzt verkaufen wir, zack, der Markt weiter gestiegen. Aber die damit vertraut waren, die wussten genau, nö, warten wir und da kaufen wir nach. So. Das bedeutet, hier haben die Käufer den Markt gekauft. An diesem Punkt haben sie nochmal Schnaufpause gemacht, aber sich sogenannt so akkumuliert, Kräfte gesammelt, voller Power rein. Dann Profit Taking gemacht, dann sind Sellers dazu gekommen, bis zu diesem da Punkt, wo die Käufer schon bereits den Preis nach oben getrieben haben, aber jetzt schön gierig warten auf die Verkäufer. Man sieht, hier an diesen Punkten treffen sich Käufer, Verkäufer miteinander. So, deshalb gibt es immer Zickzack, 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 Zickzack. Die Käufer gewinnen, weil die den Preis nach oben getrieben haben.
diesen Bereich selbstverständlich verteidigen. Und jetzt der Preis geht noch höher. Der Trend läuft. Ja? Dann haben wir im Chart diese Formation, ja? Also, oh, wir haben Kopf Schulter erreicht, oh, wir haben Doppelkopf, Dreikopf, 1000 Füße erreicht, was auch immer. Naja. Der Markt fällt wieder, aber guck mal, bis wo der Markt fällt. Genau bis zu diesem Bereich. Wieder dieser Hohlbereich, wo die Käufer warten, treiben den Preis nach oben. Der Markt fällt wieder in diesem Bereich, treiben den Preis, und zwar wo fällt der Markt immer wieder? An der Grenze von der blauen in die weiße Zone. Dazu komme ich gleich. Dann der Markt hier, wir haben hier Kopf-Schulter, dann fällt der Markt, sagt, ah ja, der Markt fällt, oh, verkauft alles, ne, der Markt wird noch mehr 20% fallen, S&P geht nochmal 20% down, oh, DAX geht in den Keller, das haben die auch gesagt, als der DAX bei 1000 stand. Wir sind jetzt bei 16.000 übrigens. So, jetzt könnt ihr mal raten, wir sind hier. Jetzt guckt mal hier, was passiert. Die Verkäufer müssen wieder nachgeben, weil vorher die Buyer, die von hier kamen, diesen Bereich verteidigt haben, mit frischem Kapital warten sie nochmal hier den Preis nach oben. So, der Markt hat immer wieder neue Hochs, dann kommt er immer da, wo die letzte Konsolidierung oder Seitwärtsphase war, und der steigt weiter. Dann kam irgendwann plötzlich eine sehr wichtige Nachricht. Der Markt richtig in den Keller getrieben, bei 8.000 von 13.500 übrigens. Also wo DAX schon fast 50% des Wertes verloren. Aber unsere Käufer wären keine Käufer, wenn sie nicht bereit wären. Denn das sind Leute mit viel mehr Insider-Informationen und die wussten schon, und viel, viel mehr Geld. Diese ganz Großen übrigens bewegen 70 bis 75% des Marktes. So, und wer die Bewegung ca. 70 bis 75% des Marktes. Und das sind ca. 10 bis 15 größten, machtvollsten Institutionen, Finanzinstitute der Welt. Also diese 10, 15 bewegen 70 bis 75% der Preisbewegung, bestimmen, wohin die Reise geht. Ja? Und die tummeln sich, und das kann man auch hier sehen, das kann man auch alles hier sehen, wo sich diese 15 große Institute am wohlsten fühlen. In diesem Falle ist es in diesem Bereich, wo diese rote Linie ist. Das nennt man Point of Control. Ja, der Kontrollpunkt, wer kontrolliert? Natürlich diese 10 bis 15 große Institute, das können Banken sein, was weiß ich, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr starke, finanzstarke Haie. Die bewegen 70 bis 75%. Ja, früher waren das die Banken, aber jetzt mittlerweile sogar viele Banken gehören zu den Biggest Losers. So, wer hat aber den Trend begonnen? Zuallererst Hedgefonds. Dann die Banken, dann andere Institute, dann irgendwann private Private Traders, und die auch schon kleinere Funds oder mit eigenem Geld offiziell handeln, was heißt offiziell, an der Börse am Parkett handeln, und dann natürlich dann Leute wie du und ich. Wenn wir schlau sind, sehen wir schon, okay, der Trend hat also schon, der Bullentrend hat schon an diesem Punkt schon angefangen. Das ist nicht zufällig, ja. Dass der Markt auch jetzt an diesem Punkt fällt, ist nicht zufällig oder von Nachrichten abhängig. Denn ich habe viel wichtiger und viel stärkeres Instrumentarium nun in der Hand. Das ist mir persönlich egal, ob jetzt die Fed
5-mal, 10-mal, 15-mal die Zinsen erhöht oder nicht. Ob die EZB überhaupt, sage ich mal, vom Stuhl aufsteht oder nicht. Das ist uns egal, weil wir jetzt ein sehr, sehr starkes Instrumentarium haben. Zuallererst, ich habe die Kenntnis, dass hier ein Trend im Gange ist. Und zwar seit längerer Zeit und es scheint nicht aufzuhören. Zum Zweiten habe ich weitere Instrumente, das heißt zeitweise meine Donkians. Was aber noch wichtiger ist, ich habe dieses wichtige Instrumentarium, also mein Volume Profile. Dieses blaue Bereich oder dieser blaue Bereich, diese Zone nennt man Value Area, Value Wert. Ja? Diesen Bereich hier oben heißt Value Area High. Warum High? Weil es oben ist, hoch. Und der untere Bereich nennt man Value Area Low. Und den mittleren Bereich nennen wir einfach Value Area. So, wo sind die Grenzen? Ja, da wo diese Linien sind, blaue und diese Türkis. Und was sagen mir das? Die Chips sagen mir, hier, da wo die Chips am größten sind, da ist am größten der Volume. Ja? Das heißt, da wird die Volatilität sehr hoch, das Volumen ist sehr hoch. Da kommt es immer zu Konsolidierung. Man sieht es hier, wenn ich hier weitermache, seht ihr? So, ich mache es ein bisschen heller. So, seht ihr, hier, wo der DAX schon anfing, ja, wenn der Markt fällt, ja, also diese Bereiche, aber auch hier haben wir immer noch hohes Volumen, aber oben, gerade in diesem Bereich, wo jetzt mehr Verkäufer als Käufer da sind, das heißt, theoretisch sollte der Markt dieses Konzept immer wieder erfüllen. Ja, einmal diese Linie so, ne, einmal so, aber irgendwann so, irgendwann so. Aber am liebsten wäre es, wenn genau ein Kreuz in der Mitte. So, exaktes Balance, 50%, 50-50. Ja. Shake hand. Wenn diese 50-50 erreicht ist, dann weiß ich, ah, sehr schön. Das heißt, Käufer, Verkäufer sind beide mit dem Preis glücklich. So. Das machen wir schnell weg. Und natürlich gibt es auch an diesen Tiefpunkten, auch hier, das ist alles Volumen. Nur, man sieht, dass das Volumen in diesem Bereich am höchsten ist. Ja, man sieht hier, das Volumen ist sehr hoch in diesem Bereich. Und hier ist das Volumen viel niedriger. Ihr seht, diese Linien gehen immer zurück in diese Richtung. Ja, während jetzt in diesem oberen Non-Value Area oder Value Area High, trotzdem wir zeitweise Volumen haben und mit der Zeit diese sogar nach oben, nach vorne kommen, ja. Es kann sein, dass irgendwann hier, irgendwann, das heißt der Preis erreicht erstmal einen Bereich, fällt bis zu dem letzt erreichten Zone, steigt bis wohin? Bis hier. Fällt bis wohin, wo er das erreicht hat. Woher weiß ich, dass der Preis nicht mehr nach unten geht? Weil hier neue Shifts dazu gekommen. Das heißt, diese Linie, die am Anfang vielleicht so war, ist es so lang gekommen. Da sehe ich, jetzt ist das Interesse, DAX an diesem Bereich zu kaufen, noch mehr gewachsen. Also der Preis hat jetzt
mehr. DAX hat jetzt an diesem Preis, wirkt attraktiver. Es sind doch mehr Leute gekommen und sagen, gut nehmt, könnten wir annehmen. Diese Höhlen da, das sind immer Bereiche, wo sogenannte Imbalance, also Instabilität im Markt herrscht. Zum Beispiel der Markt normaler bewegt sich so, dann passiert irgendwas, der Markt steigt auf einmal nach oben, zu schnell, geht auch nach oben, dann wartet er, dann sagen sie, dann fährt er, dann der Markt kommt ja immer wieder runter. So, bis zu welchem Preis? Ja, wo dieser Bar angefangen hat, wo die hier angefangen hat, ja, kommt er und dann fängt er dann weiterhin zu steigen, weil der Preis zu schnell gestiegen ist, sozusagen viele Orders, ja, weil große Banken zum Beispiel, wenn sie einen Order geben, die müssen den Preis genau, exakt zu dem Preis ausführen. Ja, wir beide können sagen, ja, okay, 2-3 Cent hin und her, das tut ja nicht weh. Aber bei den Banken, wenn sie sagen, ja, 0,1, ja, dann muss auch 0,1 da stehen, ja, in den Büchern, nicht zu einem anderen Preis. Sonst verlieren sie den Kunden. Und wenn, das heißt, der Markt, ja, wir sehen hier, dass der Markt hier zu schnell gestiegen ist, das heißt, die ganzen Order, die hier lagen, ne, oder hier, oder hier, oder hier, die ganzen Orders hier, die hat sich der Markt nicht abgeholt und jetzt kommt er langsam zurück. Wir sind hier, ja, der Markt ist von hier richtig im Schnelltempo gestiegen. Dann kommt er erstmal zurück bis hier, holt sich erstmal die Order ab. Dann geht er wieder nach oben. Dann kommt er wieder zurück, bis wohin? Exakt bis hier. Holt sich die Order an. Geht er nach oben, fällt er, holt sich die Order an und an diesem Punkt steigt der Markt wieder. So, das macht er dann einigermaßen, bis alle Order, der Markt ist jetzt ausbalanciert. Oder in der Fachsprache sagt man, okay, der Markt hat die älteren Hochs getestet. So, was passiert danach? Dann kommt eine derbe Nachricht in den Markt. Der Markt fällt massiv und natürlich sind noch Verkäufer, die da noch vorher short waren. Käufer, die dann teilweise Profit erwirtschaftet haben, Teilgewinne erlöst haben und die wollen jetzt Teil des Profites, ne, auf dem Konto gut schreiben lassen, sich gut gehen lassen. Da sind andere, die vielleicht spät eingestiegen sind, getroffen sind, die Stops getroffen sind. Corona natürlich, sehr starke fundamentales Datum, kommt in den Markt. Der Markt fällt, aber bis wohin fällt der Markt? Der Markt fällt. Und jetzt guck mal bitte nach links. Seht ihr das? Der Markt holt sich noch gleichzeitig diese Bereiche ab. Und wo befinden wir uns? In der blauen Value Area oder in Low Value Area, weiße, wo Volumen sehr wenig sind. Für die Verkäufer gibt es jetzt keinen Kunden mehr. Gar nichts mehr. Keiner will die Ware von ihnen abhaben. Also sagen sie, okay, ich verkaufe das mit Gewinn. Einige sagen, okay, jo, dann egal welchen Preis du nennst, nehme ich. Und andere sagen, verkaufen wir alles, kaufen wir es noch. So, und dann sind natürlich noch die Käufer, die Buyer, die immer noch hier warten. Guckt mal. Resistance, Widerstand gebrochen, ist es zum Support geworden. Und der Markt steigt wieder. So, holt sich unterwegs noch diesen Bereich die Orders ab. Das heißt, wir haben komplett den Markt von hier bis hier jetzt abgedeckt. Was bleibt? Der Markt muss sich noch diese Order einholen. Wir sehen, jetzt werde ich das Ganze mal ein bisschen... So, wo befinden wir uns heute? 15.000... Genau, 484. Wo ist der höchste Punkt?
16.301. So. Wo der Markt schon diesen Bereich getestet hat. Hier ist der Markt zu schnell gestiegen. So, wir sehen. Sehr viel Volumen noch dazu gekommen. Das bedeutet, dieser Bereich ist immer noch sehr attraktiv. Wohin muss aber der Markt unbedingt gehen? Genau, er musste sich die Bereiche hier noch, die Order, die liegen geblieben waren, und diese Order einholen, nämlich ab 13.500. Ja? Wo hat der Trend angefangen am Anfang des Jahres? So, nochmal, kleine Exkurs. Trendline. Januar 2023. Wo ist der Markt gedreht? Am 4. Januar. So, an welchem Punkt ist der Markt gedreht? 13.500. Und dieses Mal sehen wir sogar ziemlich genau, hat sich die ganzen Order sehr schön abgeholt. Das heißt, diese Bereiche erfüllt, und gleichzeitig sind die Volumen hier in Non-Value Area jetzt gestiegen. Die müssen aber noch erreicht werden. Also 16.000, und wir sind jetzt bei, wie gesagt, bei 15.500 ca. Das heißt, bis 16.300 ist Loop. Das heißt, das ist jetzt unsere Prognose vorher gewesen. Okay, der Markt hat schon zweimal 16.300 angetestet, könnte schon bis hier gehen, ne? Wir haben das ja durch klassische, haben wir schon einmal angezeigt, und jetzt haben wir sogar fundamental, technisch fundamental, haben wir jetzt nachgewiesen, ja, der Markt könnte doch, könnte, wie gesagt, bis 16.300 gehen, und wie gesagt, muss nicht auf den Punkt treffen, bevor er dreht, sondern er wird sich erstmal diese Order abholen, weil wir sehen hier, je kleiner diese Balken werden, umso weniger Volumen ist da. Seht ihr hier? So, wo würde ich kaufen den kleinsten Preis, den billigsten Preis? Natürlich da, wo das Volumen sehr wenig ist, wo es am billigsten ist, richtig? So, ich würde also niemals da kaufen, wo der Preis teuer ist, oder wo ich, sage ich mal, der Markt ist hier, ja, ist hier. Ich würde niemals hier kaufen. Also hier würde ich niemals kaufen. So, also hier würde ich niemals kaufen. Wenn der Markt fällt und viele sagen, so, ich gehe in die Korrektur rein. Ja toll, aber wo ist die Korrektur? Ist die Korrektur hier? Ist die Korrektur hier? Ist die Korrektur hier? Ist die Korrektur hier? Nein, die Korrektur ist da, wo der Markt sogar versucht, in Non-Value Area reinzugehen, wo die Volumen so wenig sind, dass die Wahrscheinlichkeit am geringsten wird, weil er umdrehen muss. Da würde ich hingehen. Und genau da platziere ich aber auch meinen Stop. Ja? Wenn ich jetzt hier reingehen würde und hier meinen Stop, sage ich mal, platzieren würde, der Markt könnte immer noch hier fallen. Natürlich kann er fallen. Das heißt ja nicht, dass er nicht fällt. Nur ich warte, bis der Markt ein sogenanntes Setup, Selling Setup, hier bildet, und ich würde auch nicht verkaufen, weil ich will in diesem Bereich kaufen. Hier ist das Reich der grünen Menschen und hier ist das Reich der roten Menschen. Also, wo würde ich teuer verkaufen?
Hier. So. Hier. Hier wird verkauft. In dieser Zone. Hier nicht. Hier nicht. Auch wenn das verführt. Auch im Tagesgeschäft. Daytrading. Natürlich kann ich das Konzept auch benutzen. So. Sehr schön. Okay, auf Tagesbasis könnte ich das, weil ich sehe, okay, Daytrade. Und dann gehe ich dann auf kleineren. Selbstverständlich könnte ich das. Aber mit Vorsicht. Ja. Und wenn, dann würde ich nur die Longs tätigen. Keine Shorts nehmen. Ich würde die Longs und sogar beobachten, wenn wir in einer sogenannten Todeszone angekommen sind, ja, wo die Verkäufer bereit warten, da würde ich Profitmitnahme machen. Und in Richtung von Tagestrend, zumindest des größeren Zeiteinheits. Wenn du eine Minute bis drei Minuten handelst, dann auf jeden Fall in Richtung von einem bis vier Stunden Chart. Und höher und höher und höher. Und viele sagen, man kann Volume Profiles nur im Zeitraum Einheit von halbe Stunde, nee, nur halbe Stunde, das ist Unsinn. Ihr seht hier, der ist doch hier ein Daily Chart. Natürlich kann man das auch. Sogar im Dekadenchart, Yearly Chart kann man das benutzen. So, also wir sehen hier, dass die Setup, das heißt im Großen und Ganzen, der Trend der deutschen Aktien in des deutschen der deutschen Aktienindex positiv ist, also bullish ist. Und der Markt ist gar nicht negativ. Nein, der Markt fällt oder steigt, weil er die sogenannten Inbalanzen, Inbalancebereichen, instabilen balancierten Bereiche des Marktes. Welche waren das denn? Das sind hier diese Höhlen, ausfüllen muss. Der Markt ist es am liebsten, wenn wir so ein Gebilde hatten, ja? So ein Quadrat. Das heißt, alle Linien hätten dasselbe Volumen. Das wäre, das ist dem sogenannten vollkommenen Markt am liebsten. So. Ne? So. Aber immer bis zu dieser Linie. Nicht mehr. Also wenn einer kommt, das ist wieder Unbalance. Das ist nicht so wieder, ne, alles gleich bitte. So. Das will der Markt natürlich erreichen. Aber das geht ja nicht. Weil immer neue Nachrichten kommen, immer neue Trader kommen. Ja. Einige haben mehr Ahnung als die anderen, einige sind neu und so weiter. So. Also nochmal. Ich warte also, bis der Markt kommt. Am liebsten ist, wenn er diese Grenze erreicht, da gehe ich aber auch nicht rein, denn es könnte sein, dass der Markt sogar diesen tiefsten Punkt jetzt richtig verlässt, 4500, richtig nach unten geht. Es könnte aber auch sein, dass der Markt nach oben kommt, nicht mehr in diese Value Area reinkommt und dann geht, und das ist für mich ein Setup, Verkäufe, alles, was du gekauft hast, verkaufen, geh short. Erst recht, bis wo? Bis 4500, wo die Grenze ist. Ja, zumindest von 2009. Wenn ich es noch tiefer wäre, wäre die Grenze wahrscheinlich tiefer. So, also, der Markt versucht, wenn er diese Grenze nach unten bricht, bis wohin kann er gehen? Habt ihr euch überlegt? Wenn ihr jetzt die Zahl 0 gesagt habt, richtig. Ja, bis DAX oder der Index seinen kompletten Wert verliert, das heißt, alle Firmen sind pleite. Ja, dann haben wir auch einen vollkommenen Markt. Alle sind pleite, ist so schön, ne? So. Dann irgendwas passiert. So, in diesen Bereichen, alles erfüllt. Das Volumen ist so ruhig und inzwischen, die Bullen natürlich, die warten noch mehr, die langfristigen Bullen, die ganz großen und die den Preis richtig nach oben und erst recht alle wegzuradieren. Das heißt, wir warten hier auf einen schönen Setup. Ja, dieses Setup könnte so sein. Dann wäre das hier mein Trigger. Das Setup könnte so sein. Dann wäre das schon hier oder hier mein Trigger. Ja. Weil die
die schon verkaufen, das heißt die Bären, die setzen ihre Stops hier, ja. Also wenn jetzt der Markt hier kommt, würde ich kaufen. Ich kaufe hier. Warum? Weil der, der in diese Richtung kommt, der setzt einen Stop hier oder hier. Der zieht das nach. So. Deshalb die Buyer, die warten, die wissen, aha, die Bären sind hier, die Stops sind hier. Bam! Wenn wir die platt machen, wie können wir die platt machen? Ganz einfach, wenn wir ihre Stops treffen. So. Und wenn ich hier dabei bin, ist das wunderbar, weil ich ja ungeheure Kraft hinter mir habe. Der Markt steigt. Ja. Und die Leute, die verkaufen, plötzlich steigt der Markt. Was ist hier jetzt los? So, ja, du bist schön in eine Bärenfalle geraten, mein Freund. Und genau umgekehrt auch. Haben wir hier eine Bärenfalle? Wollen wir mal gucken? Der Wahrscheinlichkeit nach nicht. Denn, wie gesagt, wir sind zwar in einem Non-Value Area, aber wir sehen hier, wohin der Trend kommt. Dann, wir wissen genau, wo die größten Volumen sind. Ja, in welche Richtung? Das heißt, vom Bären verteidigt oder von den Bullen? Von den Bullen natürlich, weil der Trend ja long ist. Ja, so, das sind immer diese Konsolidierungsphasen. Hier, diese Phasen. Okay, so, das könnte noch so sein. Das könnte noch so sein. Das könnte auch so sein. Der Markt macht ein neues Hoch, macht ein neues Tief, macht ein neues Hoch, macht ein neues Tief, macht ein neues Hoch. Ja, aber irgendwann sind alle Order gefüllt. Der Markt steigt weiter oder fällt dementsprechend. Wo fällt er? Bis zu diesem Bereich, bis zu dieser Linie. Und dann müssen wir wieder nach links gucken. Sind wir in diesem Bereich oder sind wir in diesem Bereich? Oder sind wir in diesem Bereich oder sind wir in diesem Bereich? Ja, immer schön nach links gucken. Sehr wichtig. So, jetzt weiß ich von einigen Kanälen, die das sehr schön erklärt haben. Und weiß ich auch von vielen Newbies, die werden die Frage stellen, okay, ich kriege ja kein Market Profile und so weiter, wie soll ich dann vorgehen? So, komme ich gleich dazu. Jetzt muss ich nur noch einen letzten Punkt erklären. Also, wir haben hier noch diesen Bereich. Wir haben ja gesagt, dass 10 bis 15 größten Institutionen 70 bis 75 Prozent des Marktes bewegen, also das Volumen sozusagen dann des Volumens mächtig sind. Das bedeutet, Point of Control ist der Sitz der Großen, 10 bis 15. Ja? Deshalb 70, das ist immer der Ort, ja? Diese Point of Control ist der Ort, wo 70 bis 75 Prozent des Gesamtvolumens jedes Marktes, in diesem Falle DAX, zustande kommt. Und der ändert sich auch. Wir sind jetzt auf mehrere Jahre. Man kann das auch auf Tageshandel machen. Man kann das auch auf wöchentlichen, monatlichen, ja sogar auch minütlichen kann man rechnen. Das ist eine falsche Annahme, wenn man dir erzählt, nein, es kann man nicht einstellen. Du hast ja gesehen, wie ich das eingestellt habe. So. Und zwar mit in Form von verschiedenen Volumina, Volumen-Profiles bzw. Fix-Profiles. So. Oder sogenannten rotatorischen Volumen-Profiles. Einige kennen das, einige nicht, einige sind neu. Nun gut, das Konzept ist sehr schön und hier empfehle ich auch das Video von Herrn Klemm, Oliver Klemm, zu sehen. Auch sehr, sehr kompetenter Trader. Auf jeden Fall das Webinar von ihm schauen, hat er sehr schön im Rahmen des Daytradings erklärt. Deshalb erlaube ich mir kurz, auch mit Bedacht,
das, was er erzählt hat, nochmal hier, weil er konnte es nicht besser erklären. Also Oliver Klemm oder Trader Oli Coach, ja, oder Trader Coach Oli, glaube ich, Kanal. Auf jeden Fall, ihr könnt das suchen. Und ich glaube, der ist auch ganz bekannter. Sehr guter Trader. Gefällt mir auch, sehr sympathischer. Machst das auf jeden Fall. Also, dieser Punkt, das bedeutet hier nicht, wenn wir sagen, Point of Control ist bei 2232. Nein, das ist eine Zone, ja. So, diese Zone könnte von hier bis hier sein. Diese Zone können aber auch von hier, wie man sieht, in größeren Zeitfenster bis hier sein. Und das sind einige hundert oder tausend Punkte manchmal, je nach Markt oder nach der Marktlage. Der Markt, man sagt, im Englischen sagt man, the point of control acts like a magnet. Das heißt, wenn die Preise hier unten unterwegs sind, die suchen sich irgendwie einen Weg, immer zu diesem Punkt zurückzukehren. Der Markt fällt irgendwo hier, fährt immer wieder in diesen Punkt zurück. Ja? Der Markt Corona fällt, fährt immer wieder erstmal in diesen Bereich zurück. Dann natürlich kommt er und dann fällt er wieder. So, das ist jetzt die zweite Lehre aus diesem Ansatz. Also, egal wo ich unterwegs bin, muss ich mal gucken, wo ist mein Point of Control. Immer. Nicht des Jahres unbedingt, aber wenn man Daytrading macht, wo ist mein Point of Control des vorherigen Tages? So, am besten, ich mache das sogar wöchentlich und sogar des monatlichen. Mache ich kennt, ja, weil ich ja längere Trends handle. Und Ziel ist nun, wenn der Markt an dem Non-Value Area kommt, das heißt, wo es nun Value High oder Val kommt, sozusagen ich mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit den Markt verkaufen kann und billiger kaufen kann. Das heißt, hier sind die grünen Menschen noch hinter mir. Man sieht es an diesem Volumentrend. Hier verkaufe ich. In diesem Bereich, das heißt, zwischen diesen und diesen meistens ergeben sich intakte Trends, je nach dem Chart oder Chartfenster. Und wenn die Zonen verlassen werden, das heißt irgendwann, wenn diese Zone gebrochen wird, wird der Markt versuchen. Und dann müssen wir erstmal kurz abwarten. Wenn der Markt wieder hineinfällt, dann haben wir ein sogenanntes Fake Breakout gehabt. Also müssen wir schön warten. Es kann auch sein, dass der Markt fällt und dann müssen wir beobachten, will er nochmal diese Zone verlassen, ja oder nein. In diesem Falle verlässt er. Er fällt wieder, wieder Fake Breakout, besser, dass wir nicht gekauft und nicht verkauft haben. Dann kommt er, fällt. Dann fragen wir, oh so, sehr schön. Ne? Wir sehen hier, fällt. Dann verkaufen wir. Bis wo? Bis Point of Control. Dann nehmen wir Profit Target. Ich bin ja long, das heißt, habe ich dann über mehrere Jahre diese Market Profile und auch dann Tageshandel das Ganze miteinander kombiniert. Dementsprechend bin ich schon mit mehreren Positionen, wie gesagt, einige wenige Positionen im Markt und einige haben unterwegs verkauft, weil das Konto muss auch leben. Und der Trader natürlich auch. So, dann haben wir die zweite Variante. Der Markt verlässt in diesem Falle die Zone. Ja, sagen wir, haben hier Fakes gehabt. Wir machen hier gar nichts. Jetzt kommt er. Jetzt versucht er wieder. Da sagen die Käufer, so läuft das nicht, Freundchen. Jetzt musst du nach oben. Wir haben das Spiel satt. Der Markt geht. Dann sagen einige, ja, der kann ich hier. Ja, wir warten. Er testet ein zweites Mal hier, fällt wieder, steigt. Inzwischen, und dieses Muster habt ihr wahrscheinlich gesehen. Und dann macht er den Ausbruch.
Dann können wir hier reingehen. Wir können sehr eng unseren Stop hier reinsetzen. Hier, nachdem wir das machen, entweder per Marktdefinition oder Prozentsatz, was auch immer, der Markt wird ein Pullback machen. Noch besser. Und dann gehen wir rein. Trend up. Bis zur nächsten Zone. Dazu kommen wir in den nächsten Videos. Und genau nach unten genauso wird das selbe Spiel laufen. Markt. Die Buyer sind stark. Ja? Hier war ja Bear Trap. Dann der Markt fällt. Auch diese Version könnt ihr mir haben. Und der Markt fällt. Hier wären unsere Entries gewesen. Stop könnte wir hier setzen und nachziehen, je nachdem, oder wie ihr handelt. So, also zurück nun zu der Frage. Ja, momentan der DAX ist bullish. Und es könnte sein, dass der Markt zumindest der Wahrscheinlichkeit nach um die 16.200 bis 16.300 könnte gehen. Die zweite Wahrscheinlichkeit wäre, wenn der Markt meinen Kanal bricht, bis wo könnte er gehen? Zunächst einmal könnte er bis 14.500 gehen. Wenn er das bricht, wäre dann die nächste Unterstützung. Wo sind die Unterstützung? Wieder nach links gucken. So. Ja? 14.500. Was haben wir gesagt? Wenn der Markt sich in diesem Bereich befindet, wohin würde der Markt wieder zurückgehen? Wo wird er magnetisch wieder angezogen? Er würde zurückgehen Richtung 12.500, ja? Genauso wie wenn der Markt hier ist, versucht er wieder in diese Richtung reinzugehen. Also diese Point of Control könnte man sagen, das fungiert ja, wie ein Magnet. Das sollte irgendwie ein Magnet sein. Ja. Das heißt, hier die Preise werden angezogen. So. Das heißt, wenn er die 16.500 nicht brechen kann und wir sehen, dass das Volumen in diesem Bereich entweder stabil bleibt oder noch schlimmer, ja, also daran kann sich ja nichts ändern, weil wenn er schon einmal da ist, bleibt er so, aber wenn der Markt weiterhin nach unten steigt, diese Volumen nicht mehr wachsen, dann könnten wir sagen, der Markt könnte bis zur Grenze 13.600 zurückgehen und wenn er das bricht, bis Point of Control. So, dann wissen wir auch, dass Point of Control für uns momentan eine Unterstützungslinie, weil die Buyer diese Linie, diesen Bereich ohne zu zögern verteidigen, ja, bildet. Das bedeutet, wenn der Markt, ja, der Markt ist ungefähr hier. So, Moment, ne? Der ist hier gestiegen. So. Er versucht, sich zu halten. Wenn er nicht mehr drehen kann, Angriff nehmen kann, dann könnte es sein, dass er diese Linie bricht oder diese Zone bricht. Wir haben gesagt, das sind Zonen. So, das heißt, hier haben wir eine sehr wichtige Zone zwischen 11.500 und 12.500 DAX. Und wenn er das bricht, was passiert dann? Ja, dann könnte theoretisch in Richtung 9.500 gehen. Wenn er dort nicht gestoppt wird, wird er dann
auf 9.000 gehen. Wenn er da nicht gestoppt wird, wird er auf 8.500 gehen. Und ich sage das nicht so. Das sind hier, wo unten die Volumen sind. Und wenn ich sehe, jetzt diese Linien, die werden größer, dann sage ich, oh, der Trend hat sich nach unten geschiftet. Das heißt, je mehr ich in den Süden komme, umso größer werden diese Volumen-Spikes. Dann weiß ich, da treiben nun viele und wahrscheinlich wird auch Fear und Panik natürlich hier vorherrschen. Und die Nachrichten und viele Gurus natürlich, die davon auch profitieren, noch den letzten Schuss verpassen, dass viele anfangen zu verkaufen. Und natürlich Selbstschutz, ne? Dass viele verkaufen, versuchen, Gewinne mitzunehmen, viele versuchen auch Verluste zu begrenzen, viele sind platt geworden. Also auf jeden Fall, wenn ich sehe, dass hier diese Spikes größer werden, ich mache es ja weiß, so, damit es besser wird, ne? Das heißt, wenn ich sehe, dass diese Spikes größer werden, dann sehe ich und weiß ich, oh, jetzt ist das K-Wort am Dampfen und es ist Zeit, dass du dich bereit machst, langsam für Short. Könnte man ein kleines Risiko angehen sogar. So, bis 4.500 zumindest. Und wenn er das bricht, noch abwarten, bis ein Pullback startet, ja oder nein, ob die Volumen hier durch unverändert bleiben. Ne, der bewegt sich ja mit. Und wenn er das nicht macht, sondern die auch noch wachsen, dann mal okay, Bärenmarkt, total rein. So, also, meiner Auffassung nach, wir sind momentan in einem Bullenmarkt. Und ich habe euch dargelegt, warum. Nach der klassischen Lehre, auf sehr großen Charts, ja, also higher highs, lower lows, nach dem Trendlines-Schema und nach Volume-Profile-Schema. Wollen wir mal gucken, was die Zukunft bringt. Momentan bin ich long. Ich wünsche euch einen sehr schönen Trade. In den anderen Videos werde ich euch nun dann zeigen, wie ihr sonst noch diesen Trend noch besser gekennzeichnet könnt. Denn zum Traden muss man nur eine Sache wissen. Wohin geht der Markt? Ja? Natürlich ist es sehr wichtig, wo ich setze ich meine Stops, wo gehe ich in den Markt rein. Aber noch wichtiger ist, du kannst alles richtig machen. Ja? Du kaufst, aber der Trend ist bärisch. Oder fallend, ja, dann machst du trotzdem Verlust, ne? Obwohl dein Handelsansatz sogar super ist. Ja, dein Handelsansatz schreibt dir vor, du musst das und das machen. Aber wenn du noch nicht weißt, wohin der Markt geht, wohin die Reise geht, dann sitzt du im falschen Bus. Und dann werde ich dann Indikatoren zeigen, die sehr schön dieses Schema insgesamt Konzept unterstützen und vor allem die dabei helfen, auch logisch darum nachzudenken. Ich muss nicht jeden Tag traden oder sogar, ich hatte Periode gehabt, ich habe 8 Wochen nicht getradet. Ich musste warten, weil Market Profile hat Signal gegeben, Trend hat Signal gegeben, aber meine Einstiegspunkte, wo alles signalisiert worden waren da, für den Fall, wenn der Markt umkehrt macht, ich das Risiko angehen könnte, ein ja, sehr große Verluste hinzunehmen. Und das wollte ich nicht. Warum sollte ich das machen? Du arbeitest ein Jahr und dann an einem Tag ist ja alles weg. Das ist ja nicht das Ziel. Ja? Also, jeder muss sein Konzept machen und jeder muss seinen eigenen Trading-Ansatz schon starten, auch Backtesting machen und seid offen. Seid offen immer für das Neue. Es gibt viele gute Trader und es gibt auch viele gute Lehrgänge. Wer stellt Fragen und stellt immer wieder Fragen und denkt über die Fragen nach und denkt auch darüber nach, wie könnt ihr selber diese bestehenden Systeme verbessern und testet das nach und dann versucht dann vorsichtig zu handeln. In einem Bärenmarkt kann man sehr gutes Geld verdienen, in einem Bullenmarkt aber auch. Und genau in beiden Richtungen könnte man auch viel verlieren. Ja? Also, das ist kein Zocken, das ist ein Business und ihr wisst genau, warum ist das ein Business.
das würde kein Geschäft oder Business sein, wenn Banken und große Institutionen nicht daran handeln würden. Und wo Geld im Spiel ist, da ist immer ein Geschäft, ein Business vorhanden. Also, lasst euch nicht irreführen. In den anderen Videos werden wir dann über mehr Indikatoren bezogen auf dieses Thema zu sprechen kommen. Wenn ihr das Kanal abonnieren wollt, vielen Dank. Und wenn ihr Kommentare schreibt, ja, versucht mal die ganz normalen gesellschaftlichen Regeln, Floskeln zu beachten. Ihr wisst ja, YouTube, wir wollen ja nicht, dass viele auch Fahnen bekommen. Ja, das ist ein Trader-Community. Und Trader verbessern sich, wenn sie selbst nachdenken, wenn sie sich damit befassen, aber auch wenn sie sich gegenseitig unterstützen. Denn dieser Markt, dieser Kuchen ist sehr groß. Ich sage euch das. Das ist unvorstellbar. Sehr groß. Und je besser Teams miteinander arbeiten, Communities arbeiten, und ich hoffe, dass viele, viele Gewinne machen, werden wir alle reich und reicher. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Und schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video.